Allah Akbar, Allah ist groß, sollen sie gerufen haben. Von einer Sekunde auf die andere waren 1500 Konzertbesucher in der Hand von Terroristen. Wir waren an der Bar, wir hörten Feuerwerk, wir dachten, dass das Feuerwerk war, sagt diese Überlebende. Wir drehten uns um und sahen zwei junge Männer, nicht älter als 25, mit Kalaschnikows. Sie sagten uns, dass wir uns hinlegen sollten. Wir legten uns hin, der ganze Raum lag auf dem Boden, ich unter anderen Leuten, sie schossen und schossen. Die Angreifer sollen über 100 Menschen regelrecht exekutiert haben. Kurz nach Mitternacht gelang es den Einsatzkräften, das Gebäude zu stürmen. Drei der Attentäter sollen sich dann durch Zünden ihres Sprengstoffgürtels selbst getötet haben, so die Polizei. Aufgetreten war die Band Eagles of Death Metal, eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus Kalifornien. Sänger Jesse Hughes ist bekennender Republikaner mit konservativen Einstellungen. Ob sich die Attentäter mit der Band befasst haben, ist aber reine Spekulation. Präsident François Hollande am Schauplatz des Horrors in der Nacht. Ich bin hier, um das Ausmaß der Tragödie zu erfassen, die Abscheulichkeit dieser Taten, an verschiedenen Orten der Hauptstadt von Barbaren verübt, die den Wunsch hatten zu töten, so viele Menschen wie möglich zu töten. Ein Augenzeuge berichtet, die Attentäter hätten gerufen, das ist die Schuld eures Präsidenten, er hätte nicht in Syrien eingreifen dürfen. Von den Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat wurden die Attacken im Internet gefeiert. On est sorti du plus vite qu'on pouvait. Moi j'ai une balle qui a ricoché sur le bras et après on a couru personnellement j'ai pas vu grand chose. Donc je sais juste que j'ai essayé de sortir le plus rapidement possible de cet enfer et voilà. J'ai entendu des coups de feu, c'est tout. Des cris des gens et j'ai essayé de sortir. Pas grand chose, ça vous a fait enfermer un peu de temps ? Ah non, pas du tout, moi j'ai fait partie de ceux qui ont réussi à sortir très très vite. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, 10-15 minutes après les premiers coups de feu, moi j'étais dehors. Parce qu'en fait il y a une porte qui s'est ouverte, les structures étaient ouvertes à côté de la scène, et on a réussi à courir, enfin à ramper jusqu'à côté de. Vous avez
Ouais, on a rampé, enfin tout le monde rampait, se marchait dessus, c'était un peu, c'était chiant. Ouais, c'est, je sais pas si c'est une, j'y connais rien en armes, j'ai entendu un coup de feu, j'ai entendu du bruit, des grosses détonations. Apparemment, il y a une bombe qui a explosé, moi j'étais déjà parti. Voilà, après, je me suis retrouvé dans la rue, j'ai couru le plus possible, le plus loin, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? Éloignez-vous. Oh merde, toi. Oh merde. Ah.
C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Pareil. Oh, je suis super ici, moi.